Ich heiße Walter Schöberlein, bin Ortssprecher oder Ortsvorstand der Grünen in Kassel, eigentlich schon seit der Gründungszeit 1980. Ergeben hat sich diese Zusammenkunft durch die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf, wo wir alle ganz stark dagegen waren, die von den unterschiedlichsten Parteien zusammengekommen sind oder auch nur interessierte Bürger, und daraus sind die Kasseler Grünen entstanden. Ich bin in der dritten Legislaturperiode Gemeinderat, war dreimal Bürgermeisterkandidat, einmal Landratskandidat, und zunächst wurden die Kasseler wirklich ein bisschen belächelt. Die Grünen, die Spinner, die immer streiten, weil man Diskussionen nicht verstanden hat. Das C haben wir natürlich auch nicht in der Partei dabei, und bei dem starken Katholizismus ist es nur normal, dass eben ganz viele dort CSU wählen. Innerhalb dieser Zeit hat sich es nun ergeben, und da kann ich jetzt mit dem jetzigen Papst sprechen, wir haben viele Fenster geöffnet in der Gemeindearbeit. Als kleines Beispiel, ich habe vor 12 Jahren, wie ein neues Dach auf unser Bad gemacht werden sollte, habe ich dafür plädiert, dass man dann gleich eine Solaranlage draufbaut, um das Badewasser zu erhitzen. Das ist rigoros abgelehnt worden, zu teuer und zu neu, und was euch einfällt, haben wir noch nie gemacht und erst recht nicht und von dir schon gleich gar nicht. Und mittlerweile haben wir so eine Solaranlage, weil sie von der CSU beantragt wurde, natürlich auch von mir weiterhin unterstützt. Es dauert seine Zeit. Das heißt also, um wieder auf den Papstrede von Berlin zurückzukommen, ich habe Fenster geöffnet, inzwischen ist der frische Wind eingekehrt, und nachdem die CSU das erkannt hat, werden wir auch nicht mehr belächeln, sondern unsere Ideen von damals, jetzt auch von der CSU-Mehrheit durchgeführt. Wir waren manchmal 2 Gemeinderäte, manchmal 1 Gemeinderat, sind aber inzwischen absolut anerkannt, werden nicht mehr nur belächelt, sondern man weiß, die haben was zu sagen, und es ist eine tolle Geschichte, dass es auch in Kassel, in dem kleinen Ort in der Oberpfalz, Grüne gibt. Also als erstes finde ich es natürlich ganz besonders toll, dass jetzt die Oberpfalz im Landesvorstand vertreten ist. Wir haben ja auch bisher schon eine langjährige Landtagsabgeordnete, die das auch immer ganz besonders toll macht. Des Weiteren finde ich es auch sehr bemerkenswert, was die Leute in den Gemeinde- und Stadträten alles leisten, die ja auch sehr viel für Erneuerbare, für die Energiewende tun und eben immer wieder schauen, dass man sagt, okay, was kann man da machen, Blockheizkraftwerke, Windkraftwerke, da immer eben dafür kämpfen und sich engagieren und einsetzen. Ja, nicht zu vergessen sind es natürlich auch nicht nur die grünen Mitglieder, sondern auch viele Unterstützer, die wir haben, also die jetzt eben uns Rückhalt geben. Ja, es gibt ja sehr viele grüne Unternehmen hier in der Region, die eben auch im Bereich der alternativen Energieerzeugung tätig sind, und das finde ich auch ganz besonders gut. Dass es überhaupt begonnen hat in der Oberpfalz, dass die Grünen das Land verändern konnten, lag eigentlich an einem großen Fauxpas des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, der in Wackersdorf eine atomare Wiederaufarbeitungsanlage
errichten wollte, im Irrglauben, dass diese Anlage bei den dummen Oberpfälzern ohne weiteres durchsetzbar sei, dem war nicht so. Wir Oberpfälzer sind ein Volk, das zwar normalerweise brav, staatstragend ist, wenn wir allerdings merken, dass wir verarscht werden sollen, dann werden wir tätig, und das ist in Wackersdorf geschehen. Und nachdem große Teile der Bevölkerung mal hinter dem Ofen hervorgelockt waren, ging's los. Leider haben wir uns in der Folgezeit, nach dem Ende der Planung für Wackersdorf, außer im südlichen Teil, im Raum Regensburg, noch nicht so weit fortentwickeln können, wie wir uns das immer gewünscht haben. Wir waren zwar in allen größeren städtischen Stadtparlamenten vertreten, haben dort, glaube ich, überall gute Arbeit geleistet. An der Vermehrung hat es leider noch etwas gefehlt. Daran werden wir aber weiterarbeiten, und ich glaube, da werden wir auch Erfolg haben. Für die nächsten 20 Jahre wünsche ich mir für die Grünen der Oberpfalz, wie bereits gesagt, eine massive Vermehrung, weiterhin gute Arbeit und, was besonders wichtig ist, gute Leute, die grüne Positionen vertreten. 25 Jahre Grüne in der Oberpfalz, das ist eine sehr lange Zeit. Ich selber bin gerade 30 Jahre alt. Als ich auf die Welt kam, war es noch Helmut Schmidt, dann lange, lange Zeit Helmut Kohl. Und da verändern die Grünen tatsächlich auch was in der Oberpfalz. Wir haben hier ein ganz großes Thema gleich zu Beginn unserer Karriere quasi aufs Tableau gebracht. Als es um Wackersdorf ging, als Bürgerinnen und Bürger auf die Straße gingen, als sie die Wiederaufbereitungsanlage dort gegen den deutlichen Machtwillen der bayerischen Staatsregierung verhindert haben. Wir haben neue Energien vorangebracht, wir haben die Bürgerinnen und Bürger daran beteiligt, dass Prozesse in der Politik sich verändern, dass die Bürger was zu sagen haben und dass letztendlich das, was als Bewahrung der Schöpfung daherkommt, das, was als zukunftsfähige Politik angesehen wird, hier in der Oberpfalz verankert ist. Ja, die Grünen haben hier viele Bereiche aufgegriffen, wo wir hier wirklich konkret was tun konnten. Ich denke, gerade im Bereich der erneuerbaren Energien waren wir hier die Vertreter vor Ort, die das vorangetrieben haben, die gezeigt haben, mit grünen, mit ökologischen Konzepten geht tatsächlich was voran und wird tatsächlich ein Energiewechsel möglich. Wir haben aber auch etwas erreicht, wenn es darum ging, dass Bürgerinnen und Bürger an Politik beteiligt werden können, dass die Rathäuser offen sind, dass die Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung stehen und sich um die Probleme der Menschen kümmern. Es war mühsam, wir haben die WAA verhindert mit. Wir haben es 2008 geschafft, dass die 30-jährige Herrschaft in Weiden von Oberbürgermeister Schröpf beendet worden ist. Aber man hat immer wieder Gespräche mit den Bürgern, vor allem wenn irgendwas neu gebaut werden soll, was jetzt nicht so häufig stattfindet, aber die Bürger wenden sich dann durchaus an einen und sagen, das passt mir oder das passt mir nicht. Überhaupt haben es mir in Weiden geschafft, das Informationsfreiheitsgesetz auf dem dritten Anlauf gegen einen SPD-Oberbürgermeister doch durchzubringen. Und das ist das, was wir halt so von unten rauf machen. Die Demokratie von unten rauf, wenn es halt im Landtag nicht klappt, dann muss man von unten anfangen. Ja, ich denke, für mich persönlich war der Einstieg der Widerstand gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf, also im Landkreis Schwandorf. Und da haben wir als Grüne intensiv bei dieser Bürgerinitiative mitgearbeitet und an dem Erfolg, letztendlich diese Wiederaufbereitungsanlage zu verhindern, mitgewirkt. Das war ein ganz entscheidender Schritt, das ja unser Hauptthema betrifft, sprich den Widerstand gegen die Atomenergie. Und damit haben wir vor Ort erst einmal einen großen Erfolg erzielt, wobei man natürlich, wenn man das realistisch betrachtet, die Wiederaufbereitung als solche natürlich trotzdem existiert in Sellafield, in La Hague. Nach diesem Widerstand gegen die WAA, die ja viele Kräfte gebunden hat, also speziell im Landkreis Schwandorf, habe ich in Bruck einen Ortsverband der Grünen gegründet und wir sind dann in die Kommunalpolitik gegangen.
eingestiegen. Und der Ortsverband Bruck, den gibt es inzwischen auch schon deutlich über 20 Jahre, also 22 Jahre genau. Und wir sind also jetzt seit drei Perioden im Marktrat vertreten und haben bei den letzten Wahlen über 11% geholt, also vor diesem Boom der Grünen wohlgemerkt, und sind in Fraktionsstärke inzwischen im Marktrat vertreten und haben also da also unzählige Anträge gestellt. Wir haben als eine der ersten Gemeinden zum Beispiel ein Solarförderprogramm gehabt und haben Photovoltaikanlagen damals, als das EEG noch nicht Gesetz war, mit 2.500 Euro, bis zu 2.500 Euro gefördert und verschiedene andere Sachen. Ich wünsche mir viele grüne Politiker, viele Menschen, die grün denken, grün handeln. Und ich könnte mir vorstellen, dass in der Oberpfalz optisch gut sichtbar viele Windräder sich drehen, dass die Dächer noch voller werden mit Photovoltaikanlagen, dass es auch Freiflächenanlagen gibt, dass es einen besseren öffentlichen Nahverkehr gibt, dass also die Bürger mehr aufs Auto verzichten können, die dann letztendlich trotzdem Auto fahren müssen, dass die dann mit Elektroautos fahren und der Strom natürlich dann aus den Windkraftanlagen, aus den Solaranlagen etc. kommt. Ja, als oberpfälzische Vertreterin vom Bündnis 90 Die Grünen im Bayerischen Landtag finde ich es also super, wie wir zulegen in den Umfragen. Es ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn ich noch mal dran erinnern darf, 1985 gab es im Landtag den Beschluss für die WAA, Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf. Es gab natürlich eine ganze Menge Stimmung vor Ort. Die Oberpfälzer lassen sich überhaupt nichts bieten, das sieht man immer wieder. Und dann kam also 86 gleich der Armin Weiß in den Bayerischen Landtag. Der ist jetzt 2010 gestorben und er hat die Oberpfalz hervorragend vertreten, damals zu WAA-Zeiten. Und dann gab es ja 89 das Aus für die WAA und das hat uns im Grunde verschont vor diesem ganzen Unbill der Atomkraftwerke und Plutonium etc. Gewinnung. Die große Herausforderung wird die demografische Entwicklung sein in der Oberpfalz. Wir haben ein Riesenproblem. Findet eine Abwanderung statt und wir müssen zum Beispiel die Infrastruktur retten. Das heißt, wir brauchen Schulen in den Ortschaften und das beinhaltet auch unsere Linie im Bayerischen Landtag. Wir wollen, dass es gemeinsames Lernen gibt und dadurch retten wir im Grunde auch Schulstandorte. Ja? Und das erfordert aber eine ganz andere Ideologie. Und wir setzen uns dafür ein, dass wir an die Regierung kommen. Dann würden wir nämlich auch solche Schulstandorte retten können. Dann Thema Gentechnik ist die Herausforderung. Es gab wahnsinnigen Ärger, weil es Anbauflächen in der Oberpfalz gab zum Thema Maisanbau mit gentechnisch veränderten Organismen. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass das nicht passiert. Es ist sofort alles zurückgenommen worden, weil die Bauern einfach nicht mehr die Traute hatten, das zu machen, nämlich gentechnisch veränderten Mais anzubauen. Also auch das haben wir hingekriegt. Ich denke, wir sind sehr erfolgreich in der Oberpfalz. Grafenwöhr, es wird immer mehr zum Schutz für die Bevölkerung getan. Wir werden daran interessiert sein, dass das in Zukunft auch nicht nachlässt. Wir setzen uns mit den Bundesgrünen und Landtagsgrünen immer wieder dafür ein, dass die Regierung der Oberpfalz viel mehr reinstädelt, denn die ökologischen Belange sind uns ganz wichtig auf dem Truppenübungsplatz. Es kann nicht sein, dass da immer mehr stattfindet an Bewegungen und die Bevölkerung immer mehr leidet rundherum. Mein persönlicher Wunsch ist, dass wir nächstes Mal auf alle Fälle 2, wenn nicht 3 Landtagsabgeordnete aus der Oberpfalz haben werden, denn wir haben eigentlich alle viel dafür getan in der Vergangenheit und ich kriege auch immer mehr Zuspruch. Das Schöne ist ja, dass wir alle in der Oberpfalz sehen, dass die Leute nicht mehr die Straßenseite wechseln, wenn sie unseren Infostand sehen, sondern dass sie zu uns kommen und sagen, jawohl, da habt ihr recht, das könnte man vielleicht noch anders machen, aber sie setzen sich immer mehr mit uns Grünen auseinander und wir haben im Grunde wahnsinnig gewonnen in der Oberpfalz.